vierter Spieltag, Easy Credit BBL. Die Gießen 46ers gewinnen vor knapp 3000 Zuschauern in der S-Oliver Arena mit 85-81. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz mit dem Trainer nach dem Spiel. Herr Freier, Glückwunsch zum Sieg. Der Gast hat immer das erste Wort. Ihr Statement zum Spiel, bitte. Ja, danke schön. Ich glaube, wir können aus dem Spiel viele Sachen mitnehmen, die wir gut gemacht haben für unsere nächsten Spiele. Wir machen natürlich auch immer wieder hier und da Fehler, die wir, an denen wir arbeiten müssen. Aber ich glaube, im Ende war das ein Fight von beiden Mannschaften. Und ja, wir haben am Ende die entscheidenden Rebounds auch gekriegt und dadurch dann auch gewonnen. Dennis, du kennst ja von beiden Seiten, dass es eigentlich immer enge Spiele sind zwischen Würzburg und Gießen. Wie fällt dein Fazit heute aus? Ja, davon musste man ausgehen, dass es eng wird. Erstmal Glückwunsch natürlich an Ingo zu dem Sieg. Ja, wieder haben wir es nicht geschafft, im ersten Viertel eine Verteidigung aufs Parkett zu bringen, die so ein bisschen den Ton trifft, den wir brauchen, dann auch für die restliche Spielzeit. Haben uns diesmal ein bisschen früher zurückgekämpft. Aber zum dritten Mal jetzt in Folge, glaube ich, mit 4 Punkten verloren in einem Spiel, in dem wir hinten raus natürlich die Chancen haben, das Spiel auch zu gewinnen, aber eben dann auf die großen Würfe angewiesen sind, die im Moment nicht fallen. Insgesamt fehlt uns die Härte in der Verteidigung. Und wenn man nur 10-mal in eigener Halle an der Freiwurflinie ist, dann ist das auch ein Indiz dafür, dass wir einfach in dem Punkt noch eine Menge Arbeit vor uns haben und hoffen, dass wir in den nächsten Wochen irgendwann den ersten Sieg einfahren. Vielen Dank. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Vielleicht zuerst an Coach Freier. Keine Fragen? Danke dann. Vielen Dank.